Ich darf Sie herzlich begrüßen beim zweiten Mikroforum. Ich bin froh, dass ich wieder da sein darf. Und es passt irgendwie zum gestrigen Tag auch dazu, dass wir mit Basics immer anfangen. Ja, gestern hat Helmut mit Basics angefangen. Das waren eigentlich auch Basics hier von der Dynamik von Mikrofonen. Und ich mache mit Basics weiter, weil man muss sich eigentlich immer wieder besinnen, was machen wir da eigentlich? Und so habe ich auch dann nach zweimonatiger Überlegung den Titel gewählt, Die Kirche, das Dorf und 3D-Audio, was gehört wohin? Und das ist für mich der einfachste Vortrag aller Zeiten. Die Kirche gehört ins Dorf, dort wollen wir sie auch lassen. Und 3D-Audio, ja, wir müssen nicht unbedingt Ambisonics machen, ist nicht unbedingt notwendig, wir können es. Und das war auch schon der Vortrag, vielen Dank. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit natürlich, also nachdem das in einer Minute vorbei war, müssen wir uns jetzt natürlich irgendwas einfallen lassen. Also erzähl mal einen Witz zum Beispiel. Ich habe das gefunden. I'm a sound engineer, I solve problems you don't know you have in ways you can't understand. Das passt eigentlich ganz gut zu uns. Oder einen anderen Witz, den ich gefunden habe, war der, the mix is almost perfect. Aber gut, Scherz beiseite. Ich fange an von vorne. Woher komme ich? Natürlich, man sieht hier die minus 23, also ich bin der Loudness Guy hier auch. Ich komme natürlich aus dem Surround Sound, mache nach wie vor Surround, aber auch sehr viel Loudness. Das Bild merken wir uns dann noch, weil wenn wir zu den einzelnen Unterscheidungen kommen, was wir so wie wo machen, dann ist das auch relevant. Mein Background ist draußen, sagen wir mal so, draußen in der Pampa, hier in der kalten Pampa in der Arktis, ich komme aus dem Dokumentarbereich und da habe ich schon 1994 irgendwie mit irgendwelchen seltsamen Elchgeweihen begonnen, nicht vorhandene Konstruktionen für AB-Stereo draußen halt selber zusammenzuschnitzen. Von dieser relativ einfachen Mikroauslegergeschichte in Stereo zu dem Wahnsinnsmonster hier ist es ein weiter Schritt. Aber damals hat irgendwie meine Bastelleidenschaft da in der Hinsicht begonnen. Von Arktis in Stereo AB zu diesem Drum, wie gesagt, soll die Reise heute unter anderem auch gehen. Ich habe erstmals eben hier ein Hands-on-Drum, das ist jetzt mein eigenes. Das ist noch der erste Prototyp, der jetzt in Galaxy Studios in Belgien steht. Das ist der weltzweite Doppel-Ufix. Der spielt eine kleine Rolle hier, aber ich habe ihn noch nächtelanges Herumbasteln dann doch fertiggestellt, so dass man ihn hier anschauen kann. Also wir kommen zu dem noch dann zurück. Ich gebe dem Typen, der das generell designt hat, sofort all den Credit der Welt. Philipp ist auch draußen mit seinem Stand ein ähnlich Wahnsinniger wie ich. Und diese Eigenschaft, dass wir beide sehr crazy sind, hat uns zueinander geführt. Und das muss man irgendwie als Toningenieur sein, weil wie es schon schön heißt, you don't have to be crazy to be a sound engineer, but it helps. Und das ist für mich sicherlich sehr zutreffend. Ihr merkt auch, meine Folien sind in Englisch und mein Vortrag ist auf Deutsch. Das ist genauso wie beim letzten Mal, weil vielleicht ist der eine oder andere im Publikum, der mich nicht versteht, aber zumindest ein bisschen was mitkriegt von den Folien. Gut, ich möchte zwei Grundentscheidungen an den Anfang stellen, die den weiteren Vortrag ein bisschen strukturieren sollen. Und zwar einerseits die Methode, die generelle Methodologie, mit der wir an eine Sache, an 3D-Audio herangehen. Und dann, wo in der Signalkette befinden wir uns? Weil abhängig von diesen Parametern machen wir entweder das oder das oder das oder das oder haben wir gewisse Alternativen oder gibt es gewisse Unterscheidungsmöglichkeiten. Ja? Was den ersten Fall betrifft, haben wir ganz grundlegend kanalbasierte Systeme. Wir kommen im Detail dann dazu, wo es, wie der Helmut auch schon gestern ausgeführt hat, um Psychoakustik geht, Phantomschallquellen etc. Wir haben szenenbasierte Systeme, die auf Physik basieren, Ambisonics, Wellenfeldsynthese. Und wir haben objektbasierte Herangehensweisen, wo wir es einfach mit den Einzelsounds, den einzelnen Objekten zu tun haben, die wir dann positionieren etc. etc. Das sind einmal die ganz grundlegenden drei Unterscheidungen, wie wir heute an eine Übertragung, Aufnahme, Wiedergabe etc. herangehen können. Und mit denen werden wir uns natürlich beschäftigen. Es gibt auch hybride Lösungen dann natürlich, die beide oder drei kombinieren sogar, ja, von diesen Lösungen.
Zum zweiten Punkt, wo in der Signalkette bewegen wir uns, das ist natürlich banal sozusagen. Wir haben einerseits die Produktion, natürlich die Distribution und dann die Wiedergabe, die Reproduktion. Und da kann man sehr gut die einzelnen Systeme mappen zu gewissen Punkten in der Signalkette, wo wir uns gerade befinden. Und da gibt es wahnsinnig viel Verwirrung. Ich muss das verwenden, damit das dann rauskommt. Man kann jetzt nicht beliebig hier mischen. Kanalbasiert mache ich hier und da mache ich dann Ambisonics und ich fange so an und höre so auf. Ja. Es gibt eine gewisse Sinnhaftigkeit, warum ich welches System an welchem Punkt in der Kette mache. Und der Grund oder eines der Hauptziele meines Vortrags ist hier, dass Sie ein bisschen ein Verständnis dafür bekommen, warum man was, wie, wo macht, mit welchen Vor- und Nachteilen. Ja? Und hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, also es wird sehr viel hier erklärt und Männer lieben ja das sogenannte Mansplaining. Ja? Also wenn sie ein Thema dann erklären können, vor allem den Frauen, ja, dann sind sie in ihrem Element. Also ich bin hier ein hundertprozentiger Mansplainer heute. Dazu gehört der Begriff Next Generation Audio, ja, der ist ja noch nicht sehr oft gefallen, weil wir machen eigentlich jetzt hier alle Next Generation Audio. Next Generation Audio besteht auch aus Object-Based Audio, aus Virtual Reality und Immersive Audio etc. Ja. Das sind alles Punkte, die unter Next Generation Audio subsumiert werden. Ja. OBA, Immersive Audio, VR, wir haben großartigerweise wieder eine Menge an neuen Abkürzungen, fantastischer, normalerweise haben das immer die Video-Jungs und die Network-Jungs, aber auch im Audio gibt es jetzt tolle neue Abkürzungen, mit denen wir alle verwirren können. Fangen wir an mit kanalbasiert. Zurück zu dem Bild vom Anfang, ja, vor Mischpult. Wir haben es zwar mit Objekten zu tun, wir haben Einzelsounds, die ins Mischpult reinkommen, aber wir mischen jetzt traditionell aus unserem Verständnis der letzten Jahrzehnte kanalbasiert. Das heißt, wir haben eine definierte Wiedergabeanlage, Mono, Stereo, 5-Kanal, ja, und mischen genau dafür. Das heißt, unser Output vom Mischpult sind Signale, die 1:1 zu den dementsprechenden Lautsprechern gehen. Also Kanal. Es gibt einen Kanal, jedes Signal hat genau eine Destination sozusagen. Schauen wir uns das ein bisschen schematisch an. Wir werden diese Systematik der Grafik dann noch später in den anderen Systemen genauso sehen. Also beginnend in der Produktion haben wir Einzelobjekte. Das sind natürlich unsere Einzelsounds. Ja. Die werden dann einem Mixer zugeführt. Das ist, man könnte es ganz allgemein bezeichnen, der Renderer. Ja. Der Mixer bekommt von uns Metadaten, Input in Form von zum Beispiel der Wiedergabekonfiguration, das ist wichtig, wenn wir kanalbasiert arbeiten, dann müssen wir sozusagen im Vorfeld wissen, wofür produziere ich, wie ist die Wiedergabekonfiguration. Ja? Und dann ist mein Input Metadaten mit Panorama, Pegel, EQ, Kompression, bla bla bla, ja? Alle die Metadaten, die wir über das Mischpult verwenden, um die Sounds zu positionieren, zu pegeln etc. Und dann kommt schon quasi ein für diese Replay-Konfiguration maßgeschneidertes Produkt da hinten raus in der Kanalanzahl, wie es auch dann späterhin verwendet wird. Ja. In dem Fall wäre es ein 5.1-Signal mit den 6 Kanälen. Das wird auch dann dementsprechend übertragen, wo auch immer, ja, auf Packaged Media oder wir schicken es in den Weltraum. Es wird vielleicht noch kodiert, dann Data Rate Reduction gemacht, aber das ändert nicht mehr am Prinzip etwas, dass wir hier eben direkte Kanäle haben, wo das eben in einen Datenstrom gemultiplext wird. Und dann bei der Wiedergabe ergibt sich dann eine 1:1 Zuordnung zwischen den Kanälen und dem Lautsprecher sozusagen hier, ja? Den Channels. Ein zum Beispiel ITU-Setup für 5.1. Das war kanalbasiert und das haben wir ja endlos gemacht. Ja, wir kommen alle aus dieser Welt von kanalbasiert und wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht, dass es überhaupt irgendwas anderes gibt, außer ein paar nerdige kleine Gruppen. Ja. Aber jetzt kommt das so langsam, diese Unterscheidungen der verschiedenen Systeme vom Keller ins Souterrain und ins Erdgeschoss und wir haben die Notwendigkeit, uns wirklich damit systematisch auseinanderzusetzen. Nächstes ist szenenbasiert und das wird einen großen Teil hier heute einnehmen, weil da gibt es auch wahnsinnig viele Missverständnisse.
Und hier muss man wirklich sagen, und das freut sicherlich einige, die hier zu dieser Nerdy-Gruppe gehören, besonders, dass es wirklich hier eine Renaissance oder eine Auferstehung gibt von Ambisonics. Und Ambisonics ist hier immer wieder auch genannt worden, wird in den letzten Jahren wahnsinnig oft auch genannt. Ja, Ambisonics und hier und da und Higher Order. Aber keiner, muss ich ehrlich sagen, noch niemand hat mir das auch so erklären können, dass ich alles verstanden habe. Ja? Da wird dann relativ schnell, ja, und Spherical Harmonics und Higher Order und B-Format, höhere Ordnung und dann machen wir das und machen wir das. Und sehr schnell steigt man da aus und denkt sich, Jesus, na, was ist das alles? Ja? Da gibt es ein paar Mikrofone hier und die haben 4 Kapseln irgendwie oder mehr Kapseln. Was tut das alles? Und die einzige Chance, die man natürlich dann hat, ist, man muss da selber reintauchen. Und das habe ich irgendwie jetzt doch seit einigen Monaten probiert. Ich nehme wirklich nicht in Anspruch, dass ich das jetzt erklären kann, aber ich probiere es zumindest, sodass Sie es halbwegs verstehen, worum geht es dabei bei der ganzen Geschichte. Rein vom Prinzip, wenn wir unsere Kette wieder haben von Produktion, Distribution und Reproduction, haben wir genau wieder die gleichen Objekte und die Sounds. Wir haben auch einen Mixer wieder, ja, und wir haben als Input wieder unsere Metadaten. Nur der Ausgang ist jetzt anders. Der Ausgang ist jetzt nicht mehr, wir haben die einzelnen Kanäle, weil wir genau wissen müssen, wie die Replay-Configuration ist. Sie sehen, es fehlt hier Replay-Configuration. Und der Ausgang ist jetzt ein sozusagen generisches Format, wo die gesamte Szene räumlich beschrieben wird. Ja? Das nennt sich Spherical Harmonics und dazu komme ich noch, weil das, darunter kann man sich jetzt prinzipiell einmal nichts vorstellen. Was heißt Spherical Harmonics? Wenn man das ins Deutsche übersetzt, sphärische, harmonische, sphärisch klingt bei uns in Österreich nach Voodoo, nach Esoterik oder sowas, ja? Sphärenklänge oder so irgendwas, ja? Spherical im Englischen hat mit der Kugel zu tun, mit Raum, das kommt schon eher hin. Diesen Spherical Harmonics werden wir uns noch widmen. Das Bild deutet es ein bisschen an, da geht es um sozusagen einen Detailreichtum auf den Oberflächen einer Kugel, also im Raum. Wenn es keinen Detailreichtum geben, wäre das nur eine einzige einfärbige Kugel, die hat keine Richtung, wo irgendwas herkommt. Aber sozusagen, es geht hier um räumliche harmonische, so wie das auch frequenzmäßige harmonische gibt. Je mehr frequenzmäßige harmonische, desto genauer wird der Klang. Je mehr sphärische harmonische, desto genauer wird die Richtung im Raum. So ungefähr kann man sich das dann vorstellen. Ich komme dazu noch. Aber die Szene, die ganze Mischung wird beschrieben in diesem generischen Raumformat sozusagen. Da ist alles drin. Wo ist was, wo kommt was her, wie laut, zum welchem Zeitpunkt. Und jetzt, das wird also encodiert, der Output in diesem Format. Und das kann man jetzt mit einer gewissen Genauigkeit machen. Das bezeichnet eben die Ordnung, die Order. Je höher die Ordnung, desto genauer kann ich so eine Richtung herausarbeiten, aus der ein Schallereignis zum Beispiel kommt. Das übertrage ich jetzt. Und das ist sozusagen der Begriff Ambisonics gehört hier. Ich übertrage im Format Ambisonics und Ambisonics beschreibt, was sich im 3D-Raum wann wie abspielt. Ambisonics ist kein Mikrofon. Ambisonics ist eine Übertragungsspeicher- und Wiedergabephilosophie. Ja? So, das übertrage ich wieder als File, als Streaming, was auch immer. Ja? Und dann ist der entscheidende Punkt bei der Wiedergabe, brauche ich jetzt einen Decoder, der aus dieser allgemeinen Szenenbeschreibung jetzt anhand der Info, ja, wo will ich denn überhaupt wiedergeben, das optimal aus dieser allgemeinen Beschreibung herauszuzelt wieder, wie man das in Wien sagen würde. Ja? Wo wir eben einen Decoder haben und jetzt ist natürlich der Input notwendig. Was ist denn mein Wiedergabesystem? Ja? Zum Beispiel Lautsprecher. Zum Beispiel 5.1. Na gut, dann wird der Decoder versuchen, optimal aus dieser allgemeinen 3D-Beschreibung die vorhandenen Lautsprecher zu bespielen. Das können aber auch sein 9.1 in Auro. Das kann auch sein ein binaurales Rendering der ganzen Szene über Kopfhörer. Das heißt, wir sehen den ersten Vorteil dieser Technik, und zwar ist der, dass man bei der Produktion nicht wissen muss, wie es wiedergegeben wird, auf welchem System. Das heißt, man ist unabhängig von dem, wie es dann zum Schluss gerendert wird.
das ist schon gar nicht so blöd. Ja? Das ist schon ganz interessant, vor allem heutzutage, wo jeder irgendwie irgendwo hört. Der eine auf Kopfhörer, der andere eben im Auto, der andere auf Stereo, 5.1, 9.1, Kino, was auch immer. Da ist ein Format, das sozusagen Reproduction-System agnostisch ist, nicht uninteressant. Und das ist einer der großen Vorteile, zum Beispiel auch von Ambisonics. Ein anderer wahnsinniger Vorteil ist, und das ist der Grund, warum es für Virtual Reality als System hier in der Mitte gerne verwendet wird, ist, dass es wahnsinnig einfach ist, dieses Ambisonics-Schallfeld zu manipulieren, zu rotieren, zu tilten. Diese Dinge sind im Ambisonics-Format sehr einfach. Und gerade in Virtual Reality, wo man ja dauernd mit Kopfdrehungen zu tun hat und sich das Schallereignis dementsprechend gegengleich mitdrehen soll, ist das natürlich super attraktiv, wenn man ein Schallfeld sehr leicht rotieren kann. Das kann man mit einem 9.1 kanalbasierten Signal wirklich nicht so leicht machen. Ja? Das ist der Hauptgrund, warum man in VR zu Ambisonics geht. Ja? Gut, hier zum Beispiel ein System mit 64 Lautsprechern, das bedeutet siebte Ordnung Ambisonics. Man spricht eben dann auch von Higher Order Ambisonics oder HOA. Ja? Und es gibt eine ganz systematische Hierarchie dabei. Und da, jetzt kommen wir wieder zurück zu diesen Spherical Harmonics. Ich habe den Vergleich gewählt mit den harmonischen, den Obertönen eines Tons, eines Musikinstruments zum Beispiel. Das versteht jeder von uns. Ja? Wir haben die Grundschwingung, wir haben die Oktav, dann die Quint, die Quad und immer im Verhältnis halt 1 zu 2 zu 3 zu 4 zu 5 zu 6 zu 7 haben wir die harmonischen im Frequenzbereich. Und die Spherical Harmonics sind genau das gleiche, aber nicht im Frequenzbereich, sondern im 3D-Raumbereich. Also harmonische im Raumbereich. Ja? Das fängt an bei der Grundwelle, frequenzmäßig gesprochen, das ist eine Kugel. Die nullte Ordnung ist einfach eine Kugel als Form mit keiner Richtung. Ja? Die liefert auch nur die Schalldruckinformation, nicht woher der Schall kommt. Die erste Ordnung hier hat schon eine Richtung in links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Das ist sozusagen, sind die ersten Obertöne, mit denen man schon eine gewisse Richtungsunterscheidung dann zusammenbringt. Ja? Das schaut natürlich nicht zufällig aus wie ein Kugelmikrofon und 3/8er-Mikrofone. Ja? Das verhält sich quasi auch so. Die nullte und erste sphärische harmonische sind wie ein Kugelmikrofon und 3/8er-Mikrofone quasi. Und man kann tatsächlich Ambisonics erster Ordnung mit Mikrofonen, die vorhanden sind, aufnehmen mit einer Kugel und bis zu 3/8. Das geht. Ja? Das kann man machen. Und das hat zum Beispiel Nimbus Records seit endlosen Zeiten gemacht, mit einem diskreten B-Format, wie sich das nennt, Mikrofon. Ja? Die anderen weiteren harmonischen, das wären die harmonische zweiter Ordnung und die sphärischen harmonischen oder räumlichen harmonischen, würde ich lieber sagen, dritter Ordnung. Na, das sind jetzt so irgendwelche Labern, die es nicht mehr als Mikrofon gibt. Ja? Da kann ich jetzt nicht ein Mikrofon kaufen, das so wie ein Schnuller ausschaut, mehr oder weniger. Ja? Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Das muss man dann natürlich mit Aufwand machen, entweder mit Arrays von Mikrofonen, ja, Dutzende Mikrofone auf einer Kugel angeordnete, wo dann mit DSB diese virtuellen Richtcharakteristiken oder eigentlich nicht Richtcharakteristiken, es sind diese harmonischen, räumlichen harmonischen höherer Ordnung, wo die synthetisch hergestellt werden, ja. Es gibt kein Mikrofon, das sowas macht, ja, oder sowas. Man könnte es vielleicht mit großem Aufwand bauen, aber man braucht es nicht machen. Ja? Und das geht bis in alle Unendlichkeit im Endeffekt, die Ordnung hier. Ja? Und wir sehen auch, je höher die Ordnung wird, desto schmaler werden diese Keulen. Ja? Das deutet darauf hin, je höher die Ordnung wird, desto präziser kann ich eine Richtung vom Fokus her mit Hilfe der Kombination aller dieser harmonischen herauskitzeln. Ja? Jede Ordnung wird sozusagen wie diese Keule schmäler und schmäler und schmäler und schmäler und kann ich theoretisch präziser und präziser und präziser eine Richtung herausholen aus diesem ganzen Ambisonics-Schallfeld. Also noch einmal zum besseren Verständnis, das wäre die nullte Ordnung, das wären dann
erste Ordnung, sphärische, harmonische. Und worauf will ich da hinaus? Hier haben wir sozusagen die links-rechts erste Ordnung, vorne und hinten und oben und unten. Und vielleicht kommt einem das bekannt vor, diese grafische Darstellung. Nämlich, wenn man das so macht, ist es das AMS NIF-Logo. Danke, das war genau der richtige Ton. Ja, da muss man gleich pfeifen ordentlich dafür. Das heißt, das war tatsächlich, oder das ist tatsächlich das AMS NIF-Logo. Das heißt, das AMS NIF-Logo ist First Order Ambisonics. Ja? Warum? Weil die haben das Soundfield-Mikrofon am Anfang gebaut und vertrieben als erste. Ja? Diese Darstellung der räumlichen harmonischen nennt man B-Format. Insofern spricht man auch von B-Format, erster Ordnung, zweiter Ordnung, dritter Ordnung etc., je nachdem, wie man runtergeht in dieser Hierarchie. Wenn es B-Format gibt, muss natürlich auch A-Format geben. Wer B sagt, muss auch A sagen, sozusagen in Umkehrung des Sprüchels. Ja? Hier hätten wir nullte Ordnung, hier wäre erste Ordnung. Und insofern, klar, gibt es auch A-Format und es gibt eben auch A-Format-Mikrofone. Und daher kommt das A-Format. Die Mikrofone, die nämlich hier angeboten werden am Markt, die man halt so landläufig kennt, von der Firma Core Sound, das war einmal von DPA, ein A-Format-Mikrofon war nie kommerziell erhältlich. Das ist von Octava, das ist dieses Sennheiser Ambio und das ist das klassische Soundfield-Mikrofon von der Firma Soundfield. Alle diese Mikrofone sind A-Format-Mikrofone. Das heißt, sie liefern nicht direkt diese nullte harmonische und diese drei quasi Achten, die erste Ordnung, sondern sie basieren auf einer Tetraederanordnung von meistens Nieren- oder breiten Nierenkapseln. Die rohen Kapselsignale dieser Mikrofone nennt man A-Format. Das andere, haben wir gehört, nennt man B-Format. Man braucht also eine Umrechnung von diesen rohen Kapselsignalen zum B-Format. Und das macht man entweder in Software, heute gibt es das als Freeware, oder von Soundfield als Box oder sonst irgendwas. Ja. Also da braucht man einen Transcoder sozusagen, um vom A-Format zum B-Format zu kommen. Und das ist das, was man dann abspeichert. B-Format, das ist dann das System Ambisonics. Ja. Das ist alles erste Ordnung. Und eines kann ich hier schon vorwegnehmen. Bei der ersten Ordnung haben wir maximal sozusagen diese drei wie Achten ausschauenden sphärischen, räumlichen, harmonischen. Da kann man nicht super präzise jede mögliche Richtung herausholen. Ich kann jede Richtung herausholen, aber das ist sozusagen sehr breit angelegt, ja, weil diese erste Ordnung ja nicht sehr enge Keulen hat in dieser Darstellung. Das heißt, die erste Ordnung ist nicht sehr super präzis, was eben diese 360-Grad-Darstellung betrifft. Und außerdem wird der Sweet Spot auch extrem klein. Je geringer die Ordnung, desto kleiner der Sweet Spot. Helmut hat das gestern auch schön beschrieben. Für die erste Ordnung ist der Sweet Spot theoretisch so groß wie ein Tennisball. Ja? Das heißt, da passe ich nicht einmal mehr eine. Außer ich bin so ein Schrumpfkopf-Typ, der irgendwie aber dann auch nicht mehr lebt. Ja? Dann bin ich vielleicht so klein. Mit der zunehmenden Ordnung steigt auch die Größe des Sweet Spots und da kann man aber viele Tricksereien machen, nämlich das System absichtlich ein bisschen unperfekt machen, um den Sweet Spot zu vergrößern. Und das machen meine Kollegen und die Jungs in Graz am Institut dort wirklich exemplarisch genial. Es gibt auch Mikrofone, die direkt B-Format aufnehmen. Entweder man bastelt sie das selber mit einer Kugel und zwei bis drei Achten. Wenn man die Höhe nicht braucht, kann man die Z8 weglassen. Richtig gern Koinzidenz hofft man das ja nicht, ja. Aber zumindest man kann, wenn man die Z-Komponente weglässt, es in der planaren Ebene Koinzidenz schaffen. Und es gibt tatsächlich komplette fixe Mikrofone, mit denen man das machen könnte, ja. Von Josephson gibt es das C700S, wo drei Kapseln drin sind, eine Kugel und zwei Achten aufeinander normal, die das an und für sich dazu gebaut worden ist, um beliebige Richtcharakteristiken in der Post-Production dann zu erstellen. Schöps hat sowas auch gemacht mit dem Polarflex-Mikrofon zum Beispiel, ja, mit zwei Mikrofonen übereinander. Das hat drei, eine Kugel und zwei Achten, da könnte man direkt daraus B-Format ohne Höhenkomponente rausholen. Ja? Oder auch die russische Firma Nevaton hat so ein Mikrofon
gebaut, da sind auch drei Kapseln drin. Das kann man schalten, das sieht man da jetzt nicht so genau, auch auf eine Kugel und zwei Achten. Das wäre auch ein diskretes B-Format-Mikrofon. Ja? Also sowas gibt es auch. Und dann gibt es natürlich Higher Order, höhere Ordnung Mikrofone, nur da muss man schon dann mit viel DSP tricksen, weil wie gesagt, diese Richtcharakteristiken, diese schnullermäßigen oder diese mit den vielen Protuberanzen, ja, wie ein Oktopus oder so, das gibt's nicht. Das heißt, da hat man dann zum Beispiel wie von der Firma MH Acoustics das Eigenmic, auch das kam gestern schon vor in einem Vortrag, bei, ich glaube beim Helmut E., wo ich glaube 32 Kapseln hier bündig eingelassen sind. Dieser Ball ist ungefähr so groß, ja, so ungefähr Tennisballgröße hat das. Ja. Da muss man natürlich schon Abstriche machen, da passen jetzt in diese Größe von dem Ball nicht mehr 32 CCMs rein. Ja. Das geht sich nicht aus. Ja. Also das sind halt dann Elektretkapseln mit dementsprechenden Kompromissen in den Eigenschaften. Und das ist aber in Wirklichkeit auch ein großes Problem von Higher Order. Dass man da Kompromisse macht in einem Punkt, wo es wirklich wehtut als Tonleute, nämlich beim Klang, bei der Klangfarbe. Und wie der Helmut auch sehr schön ausgeführt hat gestern, die Untersuchungen, die Francis Rumsey da etc. gemacht hat, dass die Klangfarbe schon 0,8 von 1, also 80% der Wichtigkeit einnimmt für uns Tonleute. Wir können das aus der Praxis jetzt selber alles sehr gut verstehen. Dann ist ein Kompromiss bei der Klangfarbe, bei der Klangqualität der Kapseln halt schon wirklich ganz blöd. Ja? Das ist dann nicht sehr angenehm. Also da unterscheiden sich diese Dinge dann, funktioniert in der Wissenschaft mit dem sozusagen, das geht bis zu fünfte Ordnung, sphärische, harmonische, kann man dadurch generieren. Da kann man irrsinnig scharf Richtungen sich rausholen. Mit einem Mikro aufgebaut kann ich da virtuelle Richtcharakteristiken herumdrehen lassen und für wissenschaftliche Untersuchungen Wahnsinn, super. Ja? Aber klingend wird es halt nicht so super, ja? Nicht so ganz super. Das neueste Higher-Order-Mikrofon, das wirklich erschwinglich ist, ist von Core Sound, das Octomic. Da haben wir das Tetramic vorher gesehen. Das ist wirklich halt die Low-Cost-Variante. Die kaufen da so Billigsdorfer Elektretkapseln, 5 Milliarden, und tun halt irgendwie 4,9 Milliarden dann wegschmeißen, weil sie nicht gut sind. Aber der Rest sind häufig vernünftige Kapseln und die tun sie halt dann matchen und so kann man halt um wenige 100 Euro in dem Fall eine 8-Kapsel-Mikrofon sich leisten. Ist besser, als der Ruf vielleicht scheint. Ja? Hat mehr Rauschen und so, aber damit man geschwind einmal in Ambisonics anfängt, ist das nicht so blöd. Ja? Es gibt auch die auch super teure Variante von VisiSonics. Der Ball ist schon eher so Fußballgröße, ja? So ein Wuchtel. Das sind, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber sicherlich auch so 36 Mikrofone. Zusätzlich auch, glaube ich, 4 oder 6 Objektive, also Kameras da drinnen, also das ist quasi eine High-End Virtual Reality Geschichte, leidet aber auch natürlich unter Kompromissen bei der Klangfarbe für die Kapseln. Ja. Also das hat schon mein Chemieprofessor gesagt, von nichts kommt nichts. Ja. Man muss einfach Aufwand treiben und für die wunderbaren dekorrelierten Informationen, vor allem im tieffrequenten Bereich, brauche ich halt Abstand. Da ist koinzident nicht gut, außer ich mache alles mit Achten. Das ist dekorreliert trotz Koinzidenz bis zu den tiefsten Frequenzen. Aber das ist sozusagen die Philosophie, ich möchte Dekorrelation, ich möchte Abstand, warum ich so ein Drum mache. Ja? Weil ich tue mir nicht freiwillig das an, dass ich da 10 Kilo und dann kommt noch ein Stativ und dann kommt noch ein Aufnahmerekorder, also 20 Kilo auf den Berg raufschleppen. Ich bin zwar schon masochistisch, aber wenn es nicht sein muss, mache ich es nicht. Aber es hat natürlich einen Grund. Ja? Dazu kommen wir noch. Also, höhere Ordnung Mikrofone haben wir gehabt. Wir haben gestartet mit A-Format, wir sind zu B-Format gegangen, wir sind zu Higher Order gegangen. Jetzt noch ein paar Screenshots von Bearbeitungsmöglichkeiten. Ein brillanter Student in der in Graz auf der Uni, der jetzt bei wo arbeitet er jetzt, JBL und so weiter, ja. Der hat eine ganze Suite an Ambisonics Plugins entwickelt, vornehmlich für Reaper, ja, VST Plugins sind das. Das ist wirklich ein Standard heute, das Ganze nennt sich Ambix, ist sowohl dein Format als eben auch der Name für die Plugins. Matthias Kronlachner hat das entwickelt, ist alles frei erhältlich, ja, am Web
Und das sind wunderbare Möglichkeiten, hier zu manipulieren. Encoder, Decoder, bis hin zu siebter Ordnung, glaube ich. Da kann man rotieren, da kann man Binaural-Rendering machen mit eigenen HRTFs und so weiter. Also das ist wirklich eine ganz super Suite. Hier auch etwas, was sehr herumgeistert in der Branche, der HPEX-B-Decoder für erste Ordnung. Der macht mit viel Trickserei aus erster Ordnung was relativ Brauchbares, was die Schärfe der Richtungen betrifft. Ja. Und Sennheiser macht genau das. Sennheiser nennt das jetzt sehr toll Ambio, klingt auch so ein bisschen nach Esoterik. Ja. Ist nichts anderes als ein A-Format-Mikrofon mit dem besten Decoder für erste Ordnung, nämlich HPEX-B-Decoder. That's it. Ja. HPEX-B, ich liebe es. Ja. Es klingt ja so wie Harpie, wie so ein Raubvogel oder sowas. Aber mit dem kann man die Videojungs wirklich zur Verzweiflung treiben. Weil was heißt das? High Angular Resolution Plane Wave Extension B-Format. Ja! Bist du fertig? Ich habe mir das gestern extra noch fünfmal vorgesagt, damit ich mir das ja merke. Ja? Aber das ist ja fantastisch. Ich erkläre es nicht, ja, weil das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Aber finde ich schon sehr schön. Ja? So, hier dann auch noch das Ambisonics Toolkit, ja, von Herrn Lossius. Auch hier sieht man sehr schön grafisch, was man damit machen kann. Fokus in gewisse Richtungen, Rotierung, Schwerpunkte legen etc. Das ist im Prinzip alles noch für erste Ordnung, leider. Weil wir sehen erste Ordnung nicht so wirklich scharf in den Richtungen. Ich habe auch gelernt, richtig witzig wird es erst bei dritter Ordnung. Ja? Nur dritte Ordnung sind schon 16 Kanäle oder 16 Lautsprecher. Siebte Ordnung sind 64 Kanäle. Die Formel ist Ordnung plus 1 zum Quadrat, ja? Wie viele Kanäle oder Lautsprecher man braucht. Also das wird schon ziemlich heftig. Erste Ordnung, 1 plus 1 Quadrat, braucht man 4 Kanäle. Ja? Das sind die ersten 4 sozusagen Richtcharakteristiken, Kugel und die 3 Achten, sind 4 Stück, wäre erste Ordnung, 1 plus 1 zum Quadrat. Ja? Und mit jeder Ordnung wird das halt dementsprechend mehr. Zweite Ordnung ist schon 9, dritte Ordnung ist 16, vierte Ordnung ist 25, also das geht ziemlich kräftig hinauf. Und da könnte man natürlich einwenden, na gut, wenn ich 16 Lautsprecher habe bei dritter Ordnung und ich mache kanalbasiert, dann wird das auch ziemlich super klingen. Natürlich, mit voller Hose ist gut stinken, wie wir sagen. Ja? Da passt es natürlich dann auch. Nur diese kanalbasierten Geschichten kann man dann nicht so leicht rotieren und so. Das ist dann halt in Ambisonics lustig. Aber ihr seht, wir müssen echt unterscheiden, was ist das Format in der Mitte, was möchte man manipulieren können. Wenn wir nicht herumrotieren können müssen, dann brauche ich nicht Ambisonics machen. Ja? Also ich muss sozusagen die Dinge wählen dafür, wofür sie optimal sind und was ich damit machen will. Eh klar, ja, wie immer. Ich war Motorsäge, deswegen muss ich mit der Motorsäge nicht Brot schneiden, ja, nur weil ich sägen kann. Ne? So, W-Field-Synthese nur ganz kurz gestriffen, weil das gehört auch zu den szenenbasierten Systemen, die auf der Physik basieren, wo ich wirklich das Schallfeld rekonstruiere. Da sehen wir halt diese tollen Bilder nicht mit Millionen an Lautsprechern oder Hunderte. Ich meine, das ist natürlich für die Praxis bedeutungslos in meinen Augen. Ja? Weil wer baut sich das daheim auf? Kein Mensch der Welt. Für Events, ja, Kinos vielleicht, große Events, Uni etc. Voll dabei, ja, bin ich voll dabei. Aber in der Praxis für die Masse natürlich irrelevant. Das Gleiche könnte man natürlich auch sagen für Higher Order Ambisonics. Wer macht da 16 Lautsprecher, 25 Lautsprecher? Kein Mensch zu Hause. Interessant werden die Dinge für zu Hause mit Binaural Rendering. Ja? Geht alles mehr Richtung Kopfhörer und etc. Und wenn wir da wirklich hohe Qualität schaffen, Externalisierung, virtuelle Lautsprecher in 3D mit den eigenen Ohrkurven und das wirklich stabil funktioniert, Head-Tracking mit dem eigenen Smartphone und so, und wir sind sehr nahe dran, dass das beginnt gut zu funktionieren, dann wird es spannend. Ja? Und wir sind, wie gesagt, es dauert nicht mehr lang, dass das überzeugend funktionieren wird. Ich habe nicht geglaubt, dass ich das noch erlebe, aber wir sind wirklich mit jedem Jahr näher dran. Also hier haben wir ein anderes Wavefield-Synthese-System. Es ist jetzt Wahnsinn. Allein die Aufbauzeit, 2 Jahrhunderte. Ja? Unfassbar. Ja? Ich meine, bis ich fertig bin, bin ich schon wie ein Gerippe. Ja? Wahnsinn. Also der Aufwand, der wirklich... Ich finde es toll, wir sind ja ein Haufen von Wahnsinnigen, denen kein Aufwand zu gering ist. Aber das wäre, glaube ich, auch mir zu viel. Fast nicht. Gut. Dritter Punkt, objektbasiert. Also wir kommen von kanalbasiert, szenenbasiert und jetzt gehen wir ganz an den Beginn und nehmen die Objekte und tun sie überhaupt nicht manipulieren, sondern übertragen sie, wie sie sind. Ja? Wir übertragen die Einzelsounds.
Und wir koppeln das mit den Informationen, was machen wir denn mit den einzelnen Objekten, mit den Metadaten. Wir haben also hier kein Mischpult, sondern wir haben so einen Metadatengenerator oder ein System, wo wir die Metadaten hier hineinfüttern können. Was will ich mit dem Objekt machen? Wo soll es herkommen? Mit welchem Pegel? Und wie soll sich das dynamisch verhalten, position- und pegelmäßig? Ja? Das kombiniere ich. Aber wie gesagt, die Sounds bleiben separat. Ja, also hier die Metadateninformation und in der Distribution werden die nicht verheiratet, sondern die Objekte und die Metadaten werden separat übertragen. Wieder Streaming, Packaged Media, was auch immer. Packaged Media natürlich eingeschränkt, ja, weil ich habe jetzt nicht beliebigen Speicherplatz, damit ich einzelne Objekte dann mir rausfischen kann. Und da hinten bei der Wiedergabe, das ist jetzt der entscheidende Punkt, da sitzt der Renderer, da sitzt das Mischpult. Ja? In der Wiedergabeanlage im AV-Receiver im Endeffekt, ja, sitzt dann das Mischpult drin. Das bekommt einerseits die Einzelsounds, die Objekte und andererseits die Metadaten. Und in dem Mischpult ist dann die Information, ja, was habe ich denn für eine Wiedergabeanlage? Ja? Da steht es dann drin, das ist mein Wohnzimmer 5.1-Anlag, das ist mein Kopfhörer, was auch immer. Ja? Und hier habe ich dann auch die Möglichkeit, dass der User eingreifen kann. Will ich zum Beispiel heute das nur in Stereo hören? Will ich das heute über Kopfhörer optimal in 3D-Audio hören? Will ich zum Beispiel das eine Objekt eliminieren? Den Sprecher, den Kommentator beim Sport zum Beispiel, ja, den will ich immer eliminieren. Das Beispiel von Felix Krückels, gestern hat man das mehr als bestätigt, das war ja wirklich unfassbar, wie viel Schwachsinn der hergeredet hat. Ja, also User Control im Sinne von, ich kann so auch die Mischung manipulieren. Ich kann da was wegnehmen, ich kann da was featuren, ich will vor allem diesen Fansektor hören, ja. Ich will eine andere Sprache hören, zum Beispiel bei einer Sportübertragung. Ich tausche einfach nur das Objekt Kommentator aus zum Beispiel. Ja. Also diese User Control, das ist die Attraktivität bei objektbasiertem Audio auf der Wiedergabeseite. Und dann macht eben dieser Renderer aus dieser Info, Objekte plus Metadaten, je nachdem, was der User sagt, was er für eine Wiedergabeanlage hat, entweder 5.1 draus für Lautsprecherfeeds oder 9.1 oder, keine Ahnung, 4.0 oder wieder ein binaurales Signal für Kopfhörer mit mehr oder weniger hohem Aufwand. Aber die ganze heftige Technik ist quasi in dem Renderer da drin. Ja? Der ist aber zu Hause und zu Hause müssen die Sachen billig sein. Ja? Wer kann sich vorstellen, der Renderer muss ziemlich powerful, der muss ziemlich viel Horsepower haben. Ja? Und dann gibt es natürlich auch noch hybride Varianten, die erzähle ich euch auch deswegen, weil sowas gibt es bereits in der Praxis auch, ja? Wo ich sozusagen einerseits Objekte ganz normal zusammenmische im Mixer mit einer gewissen grundlegenden Wiedergabekonfiguration schon im Blickfeld, ja? Also kanalbasiert einen Teil verwende und dann gewisse Einzelsounds, wo es Sinn macht, als Objekte belasse und das sozusagen separat inklusive der Metadaten übertrage. Ja? Also wo ich hier einerseits Channels habe und hier andererseits dann die Objekte und die Metadaten separat. Man nennt es dann auch Beds and Objects. Also das Grundbett, was macht man in diesem kanalbasierten Teil? Die Atmo zum Beispiel, ja. So eine Grundatmo in 7-Kanal, 9-Kanal, was auch immer. Vielleicht die Musik, die muss ich nicht groß manipulieren. Filmmusik, ich denke jetzt Kino auch, ja. Und vielleicht gewisse andere Grundsounds kann ich fix verheiraten sozusagen, kanalbasiert. Und dann gewisse Objekte wie das Flugzeug, das vorbeifliegt oder sonstige Bewegungen, die lasse ich als Einzelobjekte, weil die kann ich dann optimal auf die Wiedergabeanlage hinrendern. Ja? Und genau dieses Konzept von Beds and Objects, dieser hybride Ansatz von kanalbasiert und ein paar Einzelobjekte, das ist das System von Dolby Atmos. Ja? Das ist exakt das System von Dolby Atmos, ein Grundbett, und bis zu über 100 Objekte, Einzelobjekte sind da zulässig, ja, in Dolby Atmos. Also relativ viele Objekte sind zulässig, die im Kinobereich bei manchen Szenen auch tatsächlich genutzt werden. Das wird jetzt wieder übertragen. Wenn es da im Fall von Dolby Atmos im Kino
muss man doch relativ große Pipeline haben. Ja? Über 100 Einzelobjekte plus ein 9-Kanal- oder 10-Kanal-Bett ist schon ziemlich viel Aufwand und Speicherplatz und da braucht man schon dementsprechende Hardware. Ja? Und dann hat man eben wieder hier eine fixe Wiedergabeanordnung für diese Bads, für die bereits kanalbasiert gemixten Dinge und einen Renderer, der jetzt natürlich abhängig von der Wiedergabekonfiguration, die der Renderer zwingend braucht als Input, das dann summiert auf die jeweilige Anlage. Ja? Und das ist natürlich im Kino schon ein großer Vorteil, weil das eine Kino hat 64 Lautsprecher, ist das Maximum bei Dolby Atmos, das andere Kino hat 32 Lautsprecher, das Kino hat 20 Lautsprecher, das Kino hat 40 Lautsprecher. Und da müsste man im Normalfall ja 4 verschiedene Mischungen machen. Da macht man aber nur eine, weil die Anzahl und Positionierung der Lautsprecher ist hier ein Input für den Renderer. Der Renderer nimmt diese Objekte und tut sie optimal auf die jeweilige Anlage hinrendern, hinmischen. Ja? Das ist natürlich ein großer Vorteil, ja, in dem Fall. Wir bekommen wieder eine musikalische Untermalung. Dankeschön. So, was objektbasiertes Audio betrifft, muss ich jetzt einen kleinen Zwischenschritt einlegen, weil auch die US-Präsidenten haben viel damit zu tun, vor allem der Vergangene. Wenn wir an den Yes We Can Barack denken, so ist Obama ja nichts anderes als Object-Based Audio Multichannel Application. Und auch beim Make All You Great Again Me First, der Herr Trump ist auch was Ähnliches, nämlich Trivial Uninspired Mono Project. Also das passt alles, ja. Also das auch mit den Präsidenten passt zu Objektaudio und zu Mono und objektbasiertem Audio. Das beschreibt irgendwie den intellektuellen Horizont dieser beiden Menschen sehr gut. Ja. Ich mache noch eine grafische Erklärung von diesen Sachen. Dann höre ich wirklich auf, aber man kann es ja nicht oft genug erklären, weil ihr seht schon, die Sache ist komplex. Ja? Und wenn man das einmal so richtig behirnt hat, dann geht es vielleicht dann doch leichter. Ich habe das jetzt grafisch ausgelöst, in kanalbasiert, szenenbasiert, in dem Fall Ambisonics und Objekte. Und zwar denkt man uns hier, unsere Welt ist hier eine Kugel und wir haben zwei Objekte. Ja? Die Rockgitarre oder in dem Fall jetzt so eine semiakustische, mit einer gewissen Position, links und ein bisschen oben und ein kleines Vögelein, rechts around und relativ hoch oben. Ja? Diese beiden Objekte wollen wir jetzt in den verschiedenen Systemen übertragen, kodieren, aufnehmen, was auch immer. Und schauen wir uns da eben die Unterschiede an. Erster Punkt, kanalbasiert. Ja? Wir haben eine ITU 5.1 Anlage, wir haben 5 Lautsprecher und wir mischen direkt dafür für diese 5 Lautsprecher. Dann machen wir mit der Gitarre folgendes, wir dann einfach da halb links panoramisieren, der Lautsprecher kriegt ein bisschen mehr Pegel, der Lautsprecher kriegt ein bisschen weniger Pegel und wir haben eine Phantomschallquelle da dazwischen. Das kennen wir alle, ja, keine Frage. Selbe beim Vogel, der Lautsprecher wird sehr viel bekommen, der kriegt sehr wenig, ja, und man kriegt also eine Phantomschallquelle da hinten, große Lautsprecherabstände, nicht zu präzise Abbildung, wir kennen das, ja. Kanalbasiert, abgehakt, wunderbar. So, szenenbasiert, jetzt wird es ein bisschen aufwendiger. Bei szenenbasiert müssen wir jetzt sozusagen diese Schallereignisse in diesen räumlichen, harmonischen kodieren, ja. Da haben wir die W-Komponente, das ist die ganze Kugel. Ja? Also dann haben wir die X-Komponente, das ist die vorne-hinten-Komponente, ja? Die ausschaut wie eine 8. Dann haben wir die Y-Komponente, das ist die links-rechts-Komponente, ja? Der Y. Und dann haben wir noch die Z-Komponente, das ist die oben und unten 8 in dem Fall. Also hier nur erste Ordnung. Ja? Und jede dieser Komponenten wird abhängig von dem jeweiligen Schallereignis mehr oder weniger halt Signal liefern in dem B-Format. Ja? Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf ein System rendern, das 8 Lautsprecher hat, so einen Kubus, ja, ist die Lautsprecheranordnung ist ja beliebig bei diesem szenenbasierten. Ja? Dann schauen wir uns an, wie das bei der Gitarre funktioniert. Also die W-Komponente liefert sozusagen Signal überall. Ja? Da kriege ich überall was rein. Da gibt es keine bestimmte Richtung, einfach Kugel, nullte Ordnung. Die X-Komponente wäre die vorne-hinten-Komponente, die liefert da Signal ein bisschen, ich habe es eben so ein bisschen angedeutet da mit den Farbklecksen. Y-Komponente liefert dann ein bisschen was die Links-Rechts-Information, da kriege ich sehr viel da vorne. Ja? Und die Z-Komponente, nachdem das Ding ein bisschen da oben ist, liefert da oben ein bisschen mehr dazu. Ja? Ihr seht aber,
alle Lautsprecher spielen. Ja, alle Lautsprecher spielen, zum Teil gegenphasig auch, ja, weil diese Komponenten hier, die Farbunterscheidung ist nicht von ungefähr. Die eine Hälfte ist gleichphasig, die andere Hälfte ist gegenphasig. Ja. Das heißt, sie spielen alle Lautsprecher mit, zum Teil gegenphasig, und das führt dann manchmal zu diesem phasigen Klangbild bei erster Ordnung, was schier ist. Ja. Je höher die Ordnung, desto mehr verschwinden diese Komponenten, die sozusagen der Schallquelle abgewandt sind, desto geringer werden die, desto größer wird der Fokus, desto weniger Phasing gibt es akustisches und desto schöner klingt es. Ja, das ist sozusagen der Grund, warum man Richtung höherer Ordnung geht, weil bei erster Ordnung spürt alles irgendwie. Ja? So, beim Vogel ist das Gleiche, ja? Wir haben die W-Komponente, das ist einfach in allen drin, ja? Kugel, keine Vorzugsrichtung. Die X-Komponente wäre wieder die vorne-hinten-Komponente. Da kriegen wir natürlich jetzt da, weil das Vogel da hinten ist, kriegen wir ein bisschen was. Bei der Y-Komponente, das wäre die Links-Rechts-Komponente, dann kriegen wir natürlich da auf der Seite auch recht viel. Und wir kriegen auch viel Z-Komponente, weil das Vogel relativ weit oben ist. Das heißt, wir kriegen da auch mehr Pegel durch diesen größeren Blubbel da irgendwie ausgedrückt. Ja? Objektbasiert, ja. Also so funktioniert ungefähr diese räumlichen harmonischen. Ja, da gibt es eben überall gewisse Anteile und in der Kombination, im Decoder, kann man dann verschiedenste Richtungen sich eben rausschälen. Bei objektbasiert übertragen wir einfach die beiden Trümmer, so wie sie sind, als Einzelsounds mit gewissem Pegel. Gitarre natürlich lauter als das Vogel, eh klar. Und dann müssen wir diese Position auch übertragen. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, und dann höre ich schon auf mit dem Detailreichtum. Und zwar einerseits die Position als XYZ-Koordinaten, verständlich, ja, also in die drei polaren Richtungen und auch beim Vogel dementsprechend. Oder, und das ist auch eine sehr gebräuchliche und eigentlich die gebräuchlichere Darstellung, mit Hilfe eines Vektors, ja, wo ich sozusagen die Länge und die Richtung durch Winkelangabe habe. Ja. Ich habe also einen Winkel von der Nullrichtung horizontal und ich habe einen Winkel der Elevation. Und dementsprechend beim Vogel, ich habe einen horizontalen und einen vertikalen Winkel. Ja. Das sind diese Koordinaten nach den Winkeln. Beim Rendern ist es jetzt so, dass man wieder ein paar Möglichkeiten hat, wie rendere ich jetzt die Objekte auf die vorhandenen Lautsprecher. Zum Beispiel in dem System, wo ich ein 7.1 plus zwei Höhenkanäle habe, würden eigentlich bei der Gitarre diese drei Lautsprecher eine Hauptrolle spielen. Ja? Naja, Panning auf drei Lautsprecher ist jetzt nicht so trivial, aber da gibt es zum Glück einen gewissen Herrn Wille Pulki, der sich vor vielen Jahren schon mit Panning im quasi 3D-Raum auch auseinandergesetzt hat, und der hat entwickelt VBAP, ja, Vector Base Amplitude Panning. Und zwar hat es damit zu tun, dass quasi von einem zentralen Punkt, das eine Vektorbasis ist, drei Vektoren zu drei Punkten im Raum, und ein Panning basierend auf quasi Vektoren von einem zentralen Ursprung zu drei Punkten im Raum ist Vector Base Amplitude Panning. Sieht man 100.000 Mal falsch geschrieben als Vector Based Amplitude Panning. Ist nicht basierend auf Vektoren, sondern das ist eine Vektorbasis, Vector Base Amplitude Panning. Ja? Also es gibt auch dann mehrere Möglichkeiten, diese Objekte auf vorhandene Systeme dann zu mappen. Und Vector-Based Amplitude Panning ist eben eines davon, eine der Möglichkeiten. Ihr seht, die ganze Sache wird immer komplexer. Ja? Das hat eben einer von unseren vergangenen Bundeskanzlern auch schon so gesagt, es ist alles sehr kompliziert. Und das ist besonders zutreffend auf 3D-Audio. Das heißt, ihr seht jetzt, einfach so ein kleines B-Format-Mikrofon oder A-Format-Mikrofon nehmen, hier stellen und hier halten und glauben, ich kriege super 3D-Audio, funktioniert nicht. Ja? Das funktioniert nicht. Und das ist genau das, was alle da draußen machen für die Facetube- und YouTube-Geschichten. Ja, nehmt halt irgend so ein kleines, das Tetra-Mic, holt es unter die Kamera und dann werden wir schon irgendwas Gescheites rauskriegen. Das geht nicht. Ja, das funktioniert einfach nicht. Da gibt es einfach Kompromisse ohne Ende. Und damit man was Gescheites macht, muss man sie auskennen. Ja? Und das ist ja gut für uns Tonleute, weil das, damit heißt es, wir sind nach wie vor gefragt. Ja. Noch ganz geschwind zu den Vorteilen von OBA zusammenfassend, die Adaptierung auf verschiedenste Wünsche der Zuschauer ist natürlich interessant. Ich kann eben
den Kommentator lauter leiser machen. Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt fürs Fernsehen. Ja, weil objektbasiertes Audio im Kino, 50 Objekte herumfetzen lassen, alles schön beim Actionfilm, ja. Aber im Fernsehen, nie im Leben werden wir 50 Einzelobjekte übertragen, weil so viele Signale haben wir ja gar nicht, ja. Das heißt, was wird objektbasiertes Audio im Fernsehen primär sein? Ein Gesamtbett und ein Objekt. Das ist die Sprache, der Kommentator. So werden wir anfangen, ja. Und zwar, das ist ja der ganz große Punkt, ist jetzt, nachdem wir die Lautheit mehr oder weniger ganz gut im Griff haben, Sprachverständlichkeit, ja. Das heißt, wenn der Zuschauer zu Hause dann die Möglichkeit hat, den Dialog, den Kommentator, den Nachrichtensprecher tatsächlich im Pegel noch selber zu beeinflussen, dann muss ich nicht sagen, na, mische ich jetzt für die 65-Jährigen oder mische ich für die 35-Jährigen. Das muss ich nicht entscheiden, sondern ich mache eine generische Mischung und der Konsument zu Hause kann dann sagen, ich will 10 dB mehr Sprach. Oder ich will gar keinen Kommentator oder so. Ja. Das finde ich sehr attraktiv fürs Fernsehen. Ja. Damit haben wir ein Problem verlagert oder dem Zuhörer, Zuschauer dann in die Hand gegeben, dass er es selber kontrollieren kann. Und ich finde, das ist ein Punkt, da lohnt es sich, dass wir daran arbeiten. Ja. Aber das wird vor allem einmal dieses eine Objekt sein. Ja. Aber das, glaube ich, ist ein echtes Asset. Man kann eben die ganze Mischung an die Wiedergabe Umgebung anpassen, Stereo oder neuen Kanal oder was auch immer, ja, das kann man alles machen. Wir können auch das Programm selbst im zeitlichen Ablauf steuern. Die BBC hat das einmal probiert auch, gestern wurde das auch kurz erwähnt, ich habe nur 15 Minuten im Auto, ich will das Hörspiel auf 15 Minuten zusammengekürzt haben. Automatisch, ich gebe nur ein, ich habe 15 Minuten. Und sozusagen die Metadaten, tun wir das zusammenschnipseln. Ja. Auch das ist möglich, ich muss ehrlich sagen, ich sehe es nicht ganz, dass das die Killer-Application sein wird, ja. Aber okay, es geht halt, ja. Und das ist aber nur ein Punkt von vielen, objektbasiertes Audio kann eben auch immersive sein, kann eben auch einhüllend sein. Das ist nicht die Nummer eins, ja. Aber die Systeme sind natürlich jetzt mit Open-End ausgelegt, dass man auch 3D machen kann. So, in guter alter Steve Jobs-Manier, one more thing. Kanalbasiert, und jetzt kommen wir endlich zu dem Wuzi da, ja. Ich muss leider ein bisschen überziehen, aber das ist, wir haben ja Pause nachher, also jetzt muss ich das leider irgendwie machen. Mit mir geht immer das Temperament durch, wie ihr merkt, also das ist halt so. Wir haben beim letzten Mal, habe ich schon ein bisschen erwähnt, die Parameter, die eben für ein tolles 3D-System für mich jetzt relevant sind, gute Einhüllung, wie wir schon ganz gut lokalisieren können. Ich will natürlich gute Klangfarbe, gute Wiedergabe der tiefen Frequenzen, ich will Dekorrelation, ich will einen großen Sweet Spot, ich will eigentlich alles haben, ja, Ostern und Weihnachten gemeinsam, alles kann ich nicht super perfekt machen, aber ich kann relativ viele dieser Parameter eigentlich gut abarbeiten. Die Lokalisation, wir kennen unseren Michael Williams, ist abhängig von diesen drei Hauptparametern, das ist jetzt super Basics, ich gehe schnell drüber, weil das haben wir das letzte Jahr ganz kurz auch schon angerissen. Winkel zwischen den Mikros, Richtcharakteristik, Abstand zwischen den Mikros. Der gute Herr Williams, der, wie er sich bezeichnet, der König des Sweet Spots, hat diese Kurven erarbeitet. Das ist zum Beispiel die Williams-Kurven für Nieren. Da findet man hunderte Mikrofone drinnen. Wer weiß, was das ist? Ganz geschwind, 17 cm, 110 Grad, ist natürlich ORTF. Ja? Hier ist XY mit 90 Grad zwischen den Mikrofonen. 180 Grad hat das einen Aufnahmebereich, ja? Wahnsinnig riesig. Hier auf der Achse 0 Grad, nur Abstand, sind AB-Mikrofone. In dem ganzen Diagramm eine Welt von Stereo-Mikrofonen. Ich habe gestern gehört einmal die Aussage, naja, das ist nicht ganz ORTF gewesen, die Mikros waren ein bisschen hineingedreht. Ist wurscht, es muss nicht ORTF irgendwie genau sein. Wenn ich die Mikros ein bisschen hier mehr hineindrehe, wird der Aufnahmebereich größer. Ich kann jedes Stereo-System manipulieren nach allen Regeln der Kunst. Ja? Es gibt wahnsinnig viele Missverständnisse auch, ja. Gut, dieser sogenannte Aufnahmebereich oder wie es so schön heißt Stereoaufnahmewinkel, ja, der ist eben abhängig vom Abstand, Winkel der Mikrofone und der Richtcharakteristik. Ja. Hier in dem Fall bei einem gewissen Abstand, das ist jetzt mal Pi mal Daumen geschätzt, 75 Grad. Das heißt, wenn ich jetzt einen Klangkörper genau innerhalb dieses Bereichs, genau, das ist plus minus 5 bis 10 Grad, das ist keine scharfe Grenze, ja. Aber wenn dieser Klangkörper da drin sitzt, dann wird dieser Aufnahmebereich dann gemappt, abgebildet auf mein Wiedergabesystem. Das hat in dem Fall 60 Grad Wiedergabewinkel. Ja? Das heißt, ich mappe den Aufnahmewinkel auf den Reproduction-Winkel.
Das heißt, diese 75 Grad, die ich hatte, werden auf die 60 Grad gemappt. Was passiert? Ja, es wird ein bisschen zusammengesqueezed. Das heißt, ich habe eine gewisse Winkelverzerrung im Vergleich zu meinem Original. Das ist mir natürlich wurscht, ob das jetzt genau die 1,2 Grad zwischen zwei Instrumenten waren oder ob das 1,15 Grad sind. Ja? Aber das passiert. Es wird sozusagen der Aufnahmebereich auf den Wiedergabewinkel gemappt. Und je größer ich diesen Abstand wähle, desto kleiner wird der Aufnahmebereich, weil sozusagen die notwendigen Bedingungen für Phantomschallquellenabbildung oder für Lokalisation genau in einem Lautsprecher eben schon viel früher erreicht werden. Wenn ich jetzt habe, wie das zum Beispiel beim Decca-Tree der Fall ist, große Abstände zwischen Mikros und sehr nahe beim Orchester, ja, das wäre sozusagen eine Seite des Decca-Trees, dann sitzen nur sehr wenige Musiker innerhalb des Aufnahmewinkels. Das heißt, die werden dann zwischen die Lautsprecher aufgeteilt. Alle anderen sind außerhalb, sprich sind dann Mono im jeweiligen Lautsprecher. Das heißt, wie schaut das aus, wenn ich das mappe auf die 60 Grad? Das schaut dann so aus. Ja? Das heißt, der Decca-Tree ist, wie wir ja wissen, dreimal Mono. Was super stabil ist, Downmix super kompatibel ist, etc. Aber das ist der Fall. Ja? Und jetzt kommt die Idee hinter dem drum, und zwar ist die Idee folgende, dass durch ein bisschen eine Erweiterung, das ist abhängig vom Winkel- und der Richtcharakteristik, ja, aber wenn das ein bisschen größer gemacht wird, der Abstand, dann sinkt, da wird der Aufnahmebereich schmäler und ich wähle das so, dass der Aufnahmebereich genau 60 Grad ist, sodass der Aufnahmebereich und der Wiedergabewinkel ident sind. Denkt man sich, ja, da tut das schön herumtheoretisieren, das klingt alles super. Aber was ist sozusagen die Auswirkung dann in der Praxis? Nämlich, Recording Angle ist gleich Reproduction Angle. Wenn ich jetzt mein System hier aufzeichne, ja, und ihr seht, die Dimensionen sind vorne große Abstände, hinten kleinere Abstände, ja, wenn man sich das dann da anschaut. Großer Abstand heißt kleiner Aufnahmewinkel, und zwar eben genau 30 Grad da vorn, hinten kleiner Abstand heißt großer Aufnahmewinkel, das heißt genau die 120 Grad, die auch der Wiedergabewinkel sind und auch auf den Seiten, so gut es halt geht, geht nicht perfekt. Dann funktioniert das zum Beispiel bei Wiedergabe auf meine kanalbasierte 5.1-Anlage so, dass wenn ich da jetzt irgendeine kleine Fliege habe, die so konstant im Kreis herumfliegt, dass das bei der Wiedergabe dann, wenn diese Bedingung gegeben ist, Aufnahmewinkel gleich Wiedergabewinkel, vollkommen ident gleichförmig abläuft. Ja? So geht es dann. Und das ist natürlich super, wenn ich viel Bewegung genauso abbilden will, wie es stattfindet rund ums Mikrofon. Also das kann schon interessant werden. Weil wie passiert das, wenn ich das nicht in Betracht ziehe? Zum Beispiel Mikrofone sieht man Hunderttausende mit so quasi gleichen Abständen und so. Kleiner Abstand vorne heißt größerer Aufnahmewinkel. Größerer Abstand hinten heißt kleinerer Aufnahmewinkel. Und wenn ich jetzt meine Fliege wieder fliegen lasse, genau wie vorher, dann passiert aber bei der Reproduktion das Folgende. Am Anfang langsam, zack, dann das. Ui, und da muss man fetzen. Dann wieder da langsamer und dann da wieder langsam. Ja. Das kann man natürlich wurscht sein, ob das so ist, ja, aber vielleicht nicht. Ja. Ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, wenn das passt, dann ist so ein Atmo auf der Wiese, wo eben diese, die Insekten vorbeifliegen, hat einen Grad dann an Natürlichkeit, schlechtes Wort, aber einen Grad an überzeugender Illusion, da kann man nur das letzte 2% rausholen. Und darum geht es mir mit dem Ding, die letzten 2% rausholen. Ja, ich bin eben verrückt. Also so schaut es von den Dimensionen her aus. Ihr könnt gerne in der Pause eben dann hands-on einmal zum Gerät kommen. Es ist noch nicht fertig, also die Verkabelung ist noch nicht gemacht und es sind ein paar Dinge noch nicht so, wie sie ganz sein sollen. Aber von der Idee her ist es das, was es ist. Ich habe hier die Abstände eingezeichnet und auch beim oberen System. Wichtig auch für mich, die oberen Aufnahmewinkel matchen sich mit den unteren. Das ist oben das gleiche wie unten. Oben geht es leichter, weil ich kein Center-Mikrofon habe, deswegen brauche ich oben 60 Grad und nicht zweimal 30. Und dann wird die Atmo so, dass sich das super von den Lautsprechern löst. Ich merke nicht die Lautsprecher, wenn das eben gut gematcht ist von den Aufnahmewinkeln. Ja? Und das ist eben dieses Drum, der berühmte Doppel-U-Fix. Philipp sitzt auch hier, er ist der,
das Mastermind, der das designt hat und der, ich weiß jetzt warum, seit 3 Jahren mir diesen Prototyp schuldet, weil das dauert, ich habe jetzt mitgezählt, 60 Stunden, bis ich diese ganze Struktur selber gebaut habe. Also er ist der große Meister, der das prinzipiell einmal vom System designt hat und er war so verrückt genug, eben dem verrückten Kamera das auch dann zu bauen, gegen Einwurf natürlich dann von ein paar Errungen, aber sowas ist unbezahlbar natürlich, ja, in Wirklichkeit. So, zusammenfassend, wir sind am Ende. Danke für die Geduld, ich bin ein bisschen halt drüber gehangen. Aber der einfache Satz, ich nehme das Werkzeug, das für meinen Anwendungsfall halt als geeignet erscheint. Ambisonics ist ein System, das ich dann verwende, vor allem wenn ich zum Beispiel Rotation machen will. Ja? Und diese ganze VR-Geschichte, die braucht natürlich Tilting und Head Rotation und sehr schnell. Ja? Und das funktioniert mit Ambisonics fantastisch. Ich kann mit meinem Doppel-U-Fix aufnehmen, 9 Kanäle, ich übertrage das ins System Higher Order Ambisonics und dann kann ich das Ding rotieren und durch einen Decoder mache ich wieder eine 9-Kanal-Anlage draus. Ja? Ich kann das verwenden für Ambisonics. Ja? Das ist kein Ambisonics-Mikrofon, aber ich kann ein Mono-Mikrofon für Ambisonics verwenden. Ich nehme eine Kugel, das ist nullte Ordnung, damit mache ich Ambisonics. Ja? Also man muss aufpassen, Ambisonics ist nicht das Soundfield-Mikrofon, ist nicht das Mikrofon. Ich mache mit dem ORTF 3D von Schöps genauso Ambisonics, wenn ich will, wie mit jedem anderen. Ja? Also das muss man genau unterscheiden, wo bin ich in der Kette und in der Methodologie und wo brauche ich was am besten. Ja? Finito, danke. Thank you.